Adventszauber auf Wiens Straßen. Beim Weihnachtsbummel auf den 22 Christkindlmärkten finden viele Gäste das ein oder andere Geschenk für die Lieben daheim. Auf den Plätzen der Stadt duftet es wieder nach Kandis und Punsch. Auch Akan Keskin streift durch die beleuchteten Gassen der Stände. Er ist in himmlischer Mission unterwegs. Zufriedene Besucher und freundliche Hüttenbesitzer bestimmen seinen Arbeitsalltag. Es kommen ungefähr 3 Millionen Besucher zu unseren Weihnachtsmärkten. Davon sind ungefähr 500.000 aus dem Ausland, aus dem benachbarten Ausland und auch aus dem fernen Ausland, von Japan, von Amerika. Und da ist natürlich eine riesengroße Erwartungshaltung und wir müssen natürlich schauen, dass das alles funktioniert. Die Besucher sind auf Weihnachten eingestellt und im Kaufrausch. Das heißt für Akan Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Bei 140 Hütten keine leichte Aufgabe. Doch dem routinierten Wiener entgeht nichts. Schneller als das Christkind ist er auf dem größten Markt der Metropole unterwegs und hilft in so mancher Not. Was möchtest du denn? Was schmeckt dir denn am besten? Das sind frische Erdbeeren. Schmecken die da am besten, aber ich habe kein Geld mehr. Hast du kein Geld mehr? Überhaupt keins mehr? Wie viel hast du denn? Alles verbraucht? Ja. Gibst du den jungen Herrn bitte eines, ja? Ja, tut sich ein bisschen aufteilen, okay? Ein Wiener in Engelsmission. Seine himmlische Hilfe ist auf insgesamt 4 Märkten gefragt. Seit 2 Jahren kümmert er sich 24 Stunden um Stände, Besitzer und Gäste. 10 Autominuten entfernt wartet schon die nächste Herausforderung. Auf einer der größten Einkaufsstraßen der Stadt ist die Beleuchtung an einem Christkindl-Standl ausgefallen. Akan kümmert sich selbst darum. Jetzt funktioniert es wieder alles. Der Elektriker war da, hat alles angeschaut, die Sicherungen, alles okay. Super. Und es brennt wieder. Super, freut mich. Okay. Tschüss, Papa, danke. Servus. Natürlich, wenn man 200 Hütten in ganz Wien verteilt hat, kommen ab und zu so kleine Probleme vor. Aber wir haben das ganz schnell behoben und die Besucherinnen und Besucher haben da nichts gemerkt. Und ich bin froh darüber, dass sie nichts gemerkt haben. Es sollte auch so ablaufen. In den gepflasterten Gassen am Spittelberg gönnt sich der Wiener eine Auszeit. Zwischen puppenstubenhaftem Flair und Biobauernständen informiert sich Akan beim Nachbarn und verschafft sich einen Überblick über Ambiente und Angebot. Ja, auf jeden Fall ist in Wien so, dass Sie gemütlich in die Wiener Christkindlmärkte spazieren gehen können, eben die verschiedenen Charaktere von den Christkindlmärkten mitbekommen. Sie haben ein vorweihnachtliches Ambiente hier und Sie können bei den Standlerinnen und Standlern stehen bleiben, kommunizieren und auch Menschen kennenlernen, die was Sie vielleicht vorher nie gesehen hätten. Und das ist das wunderbare Ambiente in Wien, die Gemütlichkeit vor allem. Kaiserlich wird's auf dem Hof von Schloss Schönbrunn. Ein Hauch von weihnachtlicher Nostalgie weht über den Markt. Sissi hätte ihre Freude an dem Adventsdorf. Schon die Habsburger feierten hier ausgiebig das besinnliche Fest. Heute bummeln die Gäste an stilvollen Ständen vorbei, umhüllt von weihnachtlicher Atmosphäre. Akan kann diese Atmosphäre nur flüchtig genießen. Er ist noch ein paar Stunden auf den Beinen, denn Feierabend ist noch lange nicht in Sicht. Vor allem müssen wir für die Reinigung noch sorgen. Das dauert ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Und dann muss man sich natürlich für den nächsten Tag vorbereiten, die Veranstaltungen vororganisieren und den Tagesablauf für den nächsten Tag vorbereiten. Und in der Früh geht es ja wieder zeitlich los. Unser fleißiges Christkind arbeitet und die Weihnachtsmärkte der Stadt laden die Besucher zum Schlendern ein. Fröhliche Menschen und strahlende Kinderaugen. Dem Wiener Charme ist jeder irgendwann verfallen. Na dann, frohe Weihnachten!